Der Künstler Matthew Gardiner beeindruckt die Besucher und Besucherinnen des Ars Electronica Festival mit seinem Werk Orebotics – The Future Unfolds. Orebotik ist ein neuer Forschungsbereich, der sich mit Verbindungen zwischen Natur, Origami und Robotik beschäftigt. Matthew Gardiner ließ sich von dem Artikel The Geometry of Unfolding Tree Leaves von Kobayashi und von Illustrationen der Architektin Biruta Kresling inspirieren. Die entstandenen Orebot-Blüten besitzen eine Membran aus Polyestergewebe. In einem Orebot-Muster zieht die Aktivierung einer Falte die alle anderen nach sich. Alle Falten sind mechanisch miteinander verknüpft. Nähert sich eine Hand der Orebot-Blüte und wird vom Sensor erfasst, so öffnet sich diese und setzt dabei über 1000 Falten in Bewegung. Die Installation ist Netzwerk- und Software gesteuert, sodass jede Mikrointeraktion an jede andere Orebot-Blüte weitergegeben wird und dabei eine geheimnisvolle Bewegung von über 50.000 Falten auslöst, die in der Gesamtheit ein hochkomplexes, bewegtes Bild ergibt.